20. September, Weltkindertag, ein guter Anlass, sich mit dem Thema Finanzen und Kinder auseinanderzusetzen. Die Frage, die viele Menschen beschäftigt, ist im Niedrigzinsumfeld: Wie kann man denn heute noch sinnvoll für die Kinder Geld anlegen? Welche Anlageformen machen Sinn? Sparbuch, Bausparverträge, Lebensversicherungen sind ein interessantes Thema, was immer wieder angeführt wird. Und ja, vielleicht dann interessant, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtet. Auf der anderen Seite spricht man über Aktien, man spricht über Aktienfonds. Seien sie aktiv, seien sie passiv, ETFs, ein großes Thema, vielleicht sogar verpackt über einen sogenannten Robo-Advisor. Diese ganzen Themen betreffen typischerweise die Umsetzung und sind sehr konzentriert auf Finanzprodukte. Klar, die Branche und auch viele Verbraucher denken natürlich in diesen Schubladen, aber ich denke, es macht Sinn, eine Ebene darüber anzusetzen. Wenn wir über das Thema Vermögensaufbau sprechen, dann sollten wir uns zunächst die Frage stellen, wie viel können wir heute beiseite packen oder in einer komfortableren Situation, wie viel muss man denn überhaupt beiseite packen, um über welche Laufzeit, bei welcher angenommenen Rendite auf welches Kapital zu kommen. Ich habe Ihnen hier mal einen beispielhaften Fall dargestellt. Es geht darum, wir haben ein neugeborenes Kind, die Sophie. Die Eltern sagen, okay, die Kleine wird in 18 Jahren, also 2037, dementsprechend volljährig. Wir wollen heute zu Beginn 10.000 Euro anlegen. Das sind Gelder, die man über Geschenke und Ähnliches bereits angesammelt hat. Dann hat man gesagt, naja, wenn das Kind irgendwann studiert, dann sind 800 Euro monatlich notwendig, um das Studium zu finanzieren. Und wir haben gesagt, naja, wir rechnen von einer Rendite von 2%. Warum 2%? Weil wir hier entsprechend schon eine Inflation und auch eine kleine Steuerquote abgezogen haben. So kommen wir auf den Wert. Und dann haben wir berechnet, 121 Euro müssen hier monatlich gespart werden, in Addition mit den 10.000 Euro zu Beginn, über die nächsten Jahre, also bis 2037, um dann eben bei dieser Verzinsung diese 800 Euro monatlich darzustellen. Sie sehen diesen Kontoverlauf hier unten dargestellt, hier entsprechend der Anstieg, dann die Phase, wenn das Mädel eben das Studium oder die Ausbildung beginnt und über 5 Jahre monatlich 800 Euro entnimmt. Diesen Rechner und diese Berechnung kann man über verschiedene Arten angehen. Man kann auf die notwendige Rendite abstellen, man kann auf den notwendigen Sparbetrag abstellen, man kann die Dauer variieren, die Höhe der Namen und Ähnliches. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Sparplan an die E-Mail-Adresse, die Sie im Abspann sehen, dann senden wir Ihnen sehr gerne die Zugangsdaten zu. Sie können das dann kostenfrei und für sich mal entsprechend durchspielen. Klar, nicht nur für Sparpläne der Kinder, sondern auch für andere finanzmathematische Fragestellungen. Die Wahl der Anlageform ist aber natürlich damit noch nicht erledigt. Welche Vermögensklassen sollen es sein? Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, was ist der vernünftige Mix? Also auch für die Kinder muss eine Vermögensstrategie entsprechend kreiert werden. Und auch wenn das entschieden ist, muss man sich überlegen, okay, sollen diese Gelder bereits auf den Namen des Kindes lauten? Also wird ein Depot für das Kind eröffnet, dieses Kinderdepot wird gespeist durch Beiträge der Eltern, der Großeltern oder durch sonstige Geschenke, wie beispielsweise bei Taufen, Konfirmationen oder sonstige Anlässen. Oder sagt man, nee, wenn das Kind dann 18 wird, dann kann es ja selbst verfügen, ist vielleicht noch nicht reif genug, ich behalte das Geld mal lieber bei mir. Hier gibt es verschiedene Pros und Cons. Rein rechtlich ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo das Geld auf den Namen der Eltern lautet, dass das Geld natürlich auch den Eltern gehört und eben nicht den Kindern. Das heißt, es wird den Eltern auch steuerrechtlich zugerechnet. Es würde auch im Beispielsfall einer Insolvenz der Eltern natürlich als Vermögensmasse herangezogen. Also, da gibt es verschiedene Aspekte abzuwägen und das soll auch das Wesentliche der Appell sein an dieser Stelle, wenn es um Kinder geht und die Übertragung von Vermögen auf Kindern, nicht nur bei Sparplänen, sondern auch bei größeren Summen. Da haben Sie immer ein Geflecht von familienrechtlichen Fragestellungen, von steuerrechtlichen Themen, vielleicht sogar insolvenzrechtliche Tatbestände, die man gegebenenfalls berücksichtigen müsste in Extremphasen. Also da kommen schon verschiedene Disziplinen zusammen, um hier letztendlich auf ein vernünftiges Ergebnis zu kommen. Klar, wenn die Vermögen größer sind, dann stellt sich natürlich auch die Frage, möchte ich Vermögen übertragen, möchte noch den Daumen drauf halten. Ab einer gewissen Größe können hier sogenannte Familiengesellschaften, Familienpools eine Rolle spielen, weil man dort eben noch erbrechtliche Instrumente erweitern kann, um gesellschaftsrechtliche Instrumente, um entsprechende Bindungs- und Einwirkungsmöglichkeiten zu erweitern. Also ein großes Spektrum, aber am Ende des Tages, wenn wir es zusammenfassen, wie in vielen finanziellen Fragestellungen gilt, auf der einen Seite ist immer der Punkt,
Welches Ziel will ich erreichen? Wie sieht das Preisschild für dieses Ziel aus? Welche Rendite ist erforderlich? Passt diese Rendite zur finanziellen Risikobereitschaft? Wenn das alles gegeben ist, dann die Frage, wie setze ich das am effizientesten um? Und dann die Wahl der steuerlichen und auch der rechtlichen Verpackung. Und genau diese Punkte sollten Sie auch bei Überlegungen, wenn es um den Vermögensaufbau der Kinder geht, berücksichtigen. Angefangen von der Finanzmathematik bis hin zur Steuer, wie eben dargestellt. Grundsätzlich ein interessantes Thema. Man kann hier auch steuerlich vorteilhafte Konstruktionen nutzen. Man muss Nebenbedingungen beachten, wie möglicherweise eine eigene Krankenversicherungspflicht der Kinder und andere Aspekte. Man muss gegebenenfalls auch das sehr negative Ereignis des Vorverstehens des Kindes berücksichtigen. Hier muss man über Schenkungsverträge nachdenken, sofern die Vermögenswerte etwas größer werden. Also alles in allem ein Thema, was sehr viele Vorteile bietet, ein Thema, was natürlich viele Familien trifft. Deswegen der Aufruf an dieser Stelle, denken Sie durchaus intergenerational, denken Sie etwas langfristiger und schauen Sie natürlich auch, dass die Instrumente und die Lösungsansätze, die Sie wählen, auch zur Qualität Ihrer Fragestellung passen. In diesem Sinne darf ich Ihnen allen eine gute Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.